Willkommen zurück zu Papers, Please, einer weiteren Folge. Steigen wir gleich ein mit der Geschichte, und zwar an Tag 11. Fortsetzen. Antikrien spioniert eigenes Volk aus, Geheimnisverräter auf der Flucht. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz, kaum Auswirkungen, wenige Gegenstände entwendet. Das betrifft natürlich uns, Ministerium für Grenzschutz, wir arbeiten ja dafür, wir sind ja hier an der Grenze. Das heißt, das könnte einen Einfluss auf unsere Arbeit haben. Oh nee, bitte nicht. Ich habe mich gerade so daran gewöhnt. Okay. So, das hatten wir ja noch in der letzten Folge. Ich wollte mir das heute mal anschauen. Also an sich legen wir die so übereinander. Ihr seht dann den Punkt. So. Und das Siegel vom Essig legt sich so übereinander und dann seht ihr da den Namen Stephanie Greer und Mikhail. Moment. So. Mikhail Saratov. Okay, Greer und Saratov. Sollen wir durchlassen. Ob wir es machen sollen, ist eine andere Frage. Es kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Wenn sie einen gültigen Ausweis haben, lasse ich sie rein. Aber ich kann mir sehr gut denken, dass sie keinen gültigen Ausweis haben. Sonst soll ich sie ja nicht durchlassen. Dann bräuchte man mich ja gar nicht. Ja, also, ich halte mich an meine Vorschriften, sagen wir es so. Wenn sie einen guten Grund haben, wie die bisherigen, die ich absichtlich durchgelassen habe, wenn sie einen guten Grund haben, dann lasse ich sie durch. Sonst nicht. Das heißt, ich halte mich eigentlich durchgehend an die Regeln. Ja? Von den 5 Verweisen, die wir jetzt bekommen, waren 2 absichtlich. Das heißt, 3 versehentliche Verweise, das ist absolut gar nichts. Aber wenn die jetzt hier mit falschen Dokumenten kommen, ich weise die einfach ab. Genau. Das habe ich nicht gelesen. Stark. Inspektor, durch einen Einbruch beim MFG sind unter Umständen Siegel und Stempel abhanden gekommen. Es wurde nichts von Bedeutung entwenden, doch Geheimdienstberichten zufolge sind Fälscher bereits dabei, offizielle astrozkanische Dokumente zu fälschen. Bitte wenden. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Dokumente über die gültigen Siegel verfügen. Das heißt, ich musste bisher noch gar nicht darauf achten? Okay, dann, wir haben es bisher sowieso gemacht. Im besten Fall können wir dann halt noch ein paar Leute mehr einbuchten und kriegen mehr Geld dafür. Ja? Korrelieren Sie fehlende oder falsche Siegel mit den entsprechenden Absätzen des Kapitels Dokumente Ihrer Vorschriften. Kann ich das? Nee, ich kann das Siegel leider nicht markieren. Okay, es lebe Astrozka. Antigrin spioniert eigenes Volk aus, genau, Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz, Unterhaltung. Okay. Also müssen wir uns die Siegel nochmal genau anschauen. Falls ihr es vergessen habt, wir können hier auf Dokumente gehen und dann hier Einreisegenehmigung hat solche Siegel, rund, MFG drunter unter diesem Schild und dann halt so abgerundete Ecken und keine Schrift. Arbeitsausweis, gefüllter Kreis mit Schrift, leerer Kreis mit Schrift, abgerundete Ecken ohne Schrift und noch stärker abgerundete Ecken mit Schrift. Das ist schwer sich zu merken, aber wenn man das einmal kapiert hat, dann bleibt das für immer. Diplomatische Akkreditierung, da müssen natürlich auch die Siegel drin passen. Aber das vergleichen wir dann ja hier mit den jeweiligen Ländern ab. Da sind die da auf der linken Seite. Okay. Na dann. Nächster. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Besuch. 2 Monate, 8 Wochen, genau. Komm schon. Natürlich, die erste Person hat direkt kein Siegel. Das ist eine Fälschung. Ganz einfach. Arrest. Es müsste jetzt die 8. Person sein. Ich nehme die Folgen direkt hintereinander auf. Deshalb habe ich noch nicht nachgezählt, wie viel wir seit dem letzten Mal hatten. Hallo, guter Mann. Heute ist also endlich soweit. Schau mal, ich habe all die hübschen Papierchen zusammen. War nicht leicht. Oder billig. Haha. Das heißt, er hat die wahrscheinlich wieder gefälscht. Okay, Obristan. Georgi Kostava, GCD 7, GCD 7, FMBAR, Transit 2 Tage, das hat er nicht gesagt. Ich kann es nicht anklicken. Ja, es wird dann wahrscheinlich richtig sein. Einreise bis 27.12., okay. Skal aus Obristan, genau. Datum passt, Bild passt, dann darf er durch. Alles klar, du bist der Beste, Astotzka ist das Beste. Hier kannst du haben. Oh. Eine Münze. Okay. Papiere bitte.
Zweck Ihrer Reise? Arbeit. Okay. Dauer? Ein paar Monate. Dauer ein paar Monate. Nada Tosinovic? Tosinovic? Nada? Ja. L7BOB, L7BOB, FQAE3, FQAE3. Aus dem Augenwinkel heraus ist mir aufgefallen. Ich hätte eigentlich noch weitergemacht, aber wunderbar. Dann wäre das jetzt die neunte Person, die wir eingebuchtet haben. Damit kriegen wir jetzt auf jeden Fall 20. 20 Credits. So, guten Morgen. Oh, da ist er ja. Kalensk. Du hast 9 Personen verhaftet. Ich wusste es. Ich habe es genau gezählt. Bonus ist gut, die Zahlen anständig. Das reicht nicht. Ich hätte 20 bekommen müssen. Ja, ich weiß. Ja, okay. Meine Frau ist jetzt krank, die Nachbarn stecken alle mit der Grippe an. Ich musste Medikamente kaufen und das ist noch übrig geblieben. Den Rest kriegst du nächstes Mal. Du kannst es mir leichter machen, indem du mehr Leute einbuchtest. Ja, gut, also dann schuldet er mir an sich noch 15 Credits. Ja? So, die Münze packen wir auch mal darüber. Papiere bitte, Zweck Ihrer Reise, Transit. Dauer des Aufenthalts, einige Wochen. Okay, ja, Transit 14 Tage. Katharina Bolotnikova, Katharina. 29 TPR, 29 TPR, XC8KV, XC8KV, Transit 14 Tage hat sie gesagt. Einreise ist noch gültig. Siegel stimmt auf jeden Fall, zumindest diesmal. Vidor, ja, müssen wir mal überprüfen. Aber an sich, Datum passt und das Bild hat auch ganz gut gepasst. Also sollte das jetzt stimmen, dann können wir sie durchlassen. Ja, okay. Man muss schon sagen, also das Spiel generiert die ja automatisch. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig auch aus, wie so ein winziger Kopf auf diesen gigantischen Körper draufgeklatscht wurde. Aber, naja. Zweck Ihrer Reise? Transit. Dauer des Aufenthalts? Einige Wochen. Transit, einige Wochen. Brauche ich sowas? Er weiß sogar Bescheid, was er machen will. Oh. Ich habe nicht aufgepasst. Das war wahrscheinlich einer der Agenten. Naja, hat er Pech gehabt, wenn er falsche Dokumente vorweist. Der Orden, Essig. Der Orden von Essig. So, Transit, 14 Tage. Transit, 14 Tage, genau. Ja, das Bild ist halt schon stark verpixelt. Katharina Radowska, Katharina. MMS29, MMS29, GDVF0, GDVF0. Transit 14 Tage, Siegel passt auf jeden Fall. Datum ist in Ordnung. Mergres, ja, Datum ist auch in Ordnung. Bild haben wir wieder, wie gesagt, schon überprüft. Dann darf sie durch. So, nächster. Papier bitte. Zweck Besuch und Dauer 3 Monate. Besuch 3 Monate. Alexi Rosebova, Rosebrova Alexi, 66VF6, 66VF6. 4WNBA, 4WNBA, genau. Datum ist in Ordnung. Siegel auch. Import, NQ, NQ, Import. Datum, Bild. Ja, dann darf sie durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Okay. Papiere bitte. Der erste Agent wurde abgewiesen. Der zweite kommt in 3 Tagen. Machen Sie den gleichen Fehler nicht noch einmal. Das wundert mich ein bisschen. Der hat ja auch in der Schlange gestanden. Und die Schlange ist ja extrem lang. Das heißt, er muss da schon bereit gestanden haben, falls der Agent abgewiesen wird. Was merkwürdig ist. Zweck Ihrer Reise, ja, Diplomat, okay. Antigrien, Siegel passt. Naisha, Belka, Naisha. T8443, T8443, 482Q4, 482Q4. Impor, Antigrien, Stotska, Ubristan. Sankt Marmoro, ist abgelaufen. Ist abgelaufen. Und ich beeile mich gerade so, damit ich die nächste Person noch reinbekomme. Oder? Ah, nee, ich hätte mir noch ein bisschen Zeit lassen können. Aber ich glaube, das war trotzdem die letzte Person. Transit? 2 Tage. Transit, 2 Tage. Sebastian Bruckner, hoppla. Bruckner, Sebastian. UENHS, UENHS, AVV4P, AVV4P. Ist gültig. Choristerstadt, Datum ist gültig. Okay, dann darf er durch. Nächster? Okay, es war doch richtig. Ich war ein bisschen nervös. Aber das ist jetzt wirklich die letzte Person. So, Zweck der Reise, Besuch und Dauer 2 Monate. Genau.
Emil Emil, Entschuldigung, ich habe den Namen komplett zerhackt. TBTGJ, 2NM2H, 2NM2H. Datum passt, Siegel passt. Genau, Gloria Major, Datum passt. Ja, er hat sich die Haare ein bisschen nach oben gelegt, aber an sich ist es genau dasselbe Bild. Wunderbar, wir haben ein bisschen Geld bekommen, ein Achievement. Dann ist das doch ganz gut. Ein fremder Mann hat ihm Geld gebracht zum Verbrennen abwählen. Geschenk von Essig. Nee. Ich meine, ich habe ja gerade den Agenten abgewiesen. Warum sollte ich dann Geld annehmen? Kabine verbessern. Kürzel für Vorschriften. Ja, machen wir mal. Heizung und Nahrung lassen wir weg. Oh, wir können jetzt 1230 haben, aber nee, brauchen wir nicht. Bestechung 5. Das sind jetzt die Bestechungen. Die haben wir von Kalenz bekommen. Aber er schuldet uns halt noch 15 und dann für die weiteren Personen, die wir eingebuchtet haben, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, vielleicht auch nochmal 10, heißt, er schuldet uns so 25 Credits auf jeden Fall noch. Ja? Ich rechne das natürlich alles mit an. So, Miete ist das Einzige, was wir zahlen. Wir nehmen einiges an Geld ein, von 200 auf 240, wunderbar. Und wir haben unser drittes Achievement. Hoppla, ich wollte ja die Kabine verbessern, genau. Dann gehen wir schlafen. Die Wahrheit von Astotzka, 4. Dezember 82. Die Geschichte Astotzkas. In Bildern und Worten, meist in Worten. Genial. Würde ich gerne ein bisschen weiter lesen, weil das kann ja an sich ganz interessant sein, aber das dürfen wir. Egal. Oh. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen. Geht's Ihnen gut heute, ja? Ja. Ich habe nur ein paar wenige Fragen an Sie. M. Fonnell, okay. Wir glauben, dass eine zwielichtige Gruppe für Ärger sorgen will. Wir glauben, einige Ihrer Mitglieder sind über diesen Grenzübergang eingereist. Und deshalb möchten wir mit Ihnen reden. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? So eine Art Symbol der Gruppe. Wenn Sie Informationen hätten, würden Sie uns mitteilen, oder? Nicht wahr, nicht wahr? Jawohl. sehr gut. Bitte geben Sie mir meine Marke und meine Papiere zurück. Wir könnten sie ihm jetzt geben. Seht, geben. Ich werde es aber nicht. Weil keiner der Mitglieder über diesen Grenzposten bisher rübergekommen ist. Das heißt, wir legen das hier an den Rand und schmeißen es übermorgen in den Mülleimer. Ja? Gut, dann geben wir ihm das zurück und das kann er auch haben. Die Gruppe ist sehr gefährlich. Sollte Ihnen etwas Ungewöhnliches auffallen, machen Sie sofort Meldung. Moment, ich habe da jemanden abgewiesen. Ah, zu spät. Papiere bitte. Papiere bitte, Papiere bitte. Oh, wir haben jetzt die Dingsterbumsters am Rand, die Kapitel. Moment, ich bin verwirrt. So, Astotzka, Alterndistrikt. Alterndistrikt Kakerevnia. Javier, genau. 4.12.46. 1,77, 1,77. 84 Kilogramm, genau. Ostgrästin, dann sollte das in Ordnung sein. Dann darf er durch. Sliva Astotzka. So, nächster. Karte. Papiere bitte, Zweck Ihrer Reise. Freunde besuchen. Einige Monate. Besuch einige Monate. Ich konnte mir keine mehr besorgen. Na dann. Besorgen Sie sich ein und kommen Sie wieder. Papiere bitte. Vesilo-Distrikt. Hoppla. Vesilo-Distrikt, genau. Anegovic, Messov Anegovic. 16.08.47, 16.08.47, 1,83, 90 Kilogramm, Orvec, Datum, Bilder. Wunderbar. Wir kommen ganz schön viele Leute vorbei, was? Ich suche nach Ingenieuren, tun Sie mir einen Gefallen. Geben Sie allen Ingenieuren, die hier vorbeikommen, meine Karte. Ich komme in einigen Tagen wieder. Für jeden Ingenieur, der mich anruft, kriegen Sie 5 Credits. Wir haben also 4 Stück von denen. Das heißt, wir sollten 20 bekommen. Okay. Papiere bitte. Zwecke Ihrer Reise. Besuch. Okay. Dauer des Aufenthalts 3 Monate. Aino Mikonnen. Aino.
2C, 0M8, 2C, 0M8, GQ46N, GQ46N. Moment, Besuch 3 Monate, genau. 22.12. ist noch nicht abgelaufen, sie ist gültig. So, Kollechchen, Vedor. Vedor passt, Datum passt, Bild passt, dann darf sie durch. Nächster bitte. So, zurück auf die Karte. Ich liebe die Kapitel hier. So, Zweck ihrer Reise, Arbeit. Dauer des Aufenthalts, ein halbes Jahr. Arbeit 6 Monate, genau. Was ist denn da an der Wand? Anerkennung für Dienst nach Vorschrift, beeindruckend. Wozu haben Sie dann überhaupt eine Urkunde? Ja, keine Ahnung. Catherine Blowska, Catherine. L9F29, L9F29, WPV2J, WPV2J. Arbeit 6 Monate, hat sie gesagt. Sparte, schöne Künste. Okay, also keine Ingenieurin. Siegel passt, Datum passt. Antikrillen, Großkraus, okay. Datum passt, Bild passt. 1.7. Ja, das ist in Ordnung. Siegel ist in Ordnung. Oder? Moment. Doch, ist alles in Ordnung. Ich war schon verwirrt. Suchen Sie sich mal eine bessere Urkunde. Die da sieht doch einfach nur billig und. Okay. Dankeschön. Danke für die Beleidigung. Das ist nicht meine Schuld übrigens. Ja? Inländer benötigen einen Ausweis. Wo ist Ihr Ausweis? Ah, okay. Hat sie nur vergessen. Wollte fast schon abstempeln. Genestora, genau. Svenovic, Timotheo, 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 Timothea. Komisch. Könnte ein unterschiedlicher Name sein, aber auch hier wieder, es könnte ein Rechtschreibfehler sein. Es ist ein Buchstabenunterschied. Ist das Timotheo? Okay, ich habe es nicht ganz gelesen, der Strich unten fehlt. Aber die Fingerabdrücke passen. So, 16.8.48, 16.8.48, 1,47, ja ungefähr, 64 Kilogramm, okay, Bilder passen auf jeden Fall. Ostgrästin, in Ordnung, ist auch nicht abgelaufen. Dann darf sie durch. Nächster, gehen wir wieder auf die Karte. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, arbeiten. Dauer des Aufenthalts, 2 Tage. Was? 2 Tage. Er will für 2 Tage arbeiten. Ja, okay, macht auch schon mehr Sinn. Hypatia Kutrosovna, ach, keine Ahnung. Das ist das Richtige auf jeden Fall. Hypatia. HQNJ9, HQNJ9, PGTW8, PGTW8. Siegel passt, Datum passt, okay. Ingenieurwesen, na bitteschön. Siegel passt, Hypatia Kutrosovna. Kutrosovna, jetzt kann ich's. Wunderbar. Bild passt. Sky aus Oberistan. Okay, Datum in Ordnung. Dann darf sie durch. Ich habe gar nicht gelesen, was sie da gesagt hat. Irgendwie, keine Ahnung. Oh, interessant oder so. Hab nicht ganz aufgepasst. Papiere bitte. Zweck der Reise. Ich komme zu Besuch. Dauer des Aufenthalts 30 Tage. Besuch 1 Monat, genau. Josef Ronowski Josef, DC11G, DC11G. FKRV6, FKRV6. Datum passt, Siegel passt. Okay, Obristan Skal, das hatten wir eben schon. Datum ist auch noch in Ordnung. Bild passt. Dann darf er durch. Nächster bitte. Papiere bitte. So, Import. Nur ein Besuch. Okay. Besuch. 2 Monate, genau. Andrea Lovoska, Andrea. HR4UE, HR4UE. Oh. Für Koleche. Autsch. 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 Na toll. Ihr Arbeitstag fand durch den Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Miete 30, Heizung 10. Ich frage mich, was bringt das überhaupt? Ich meine, ist es günstiger oder so? Moment. Ein fremder Mann hat ihm Geld gebracht zum Verbrennen abwählen. Verbrennen. Verbrennen wir das Geld, auch wenn das super cooles Geld wäre. Verbrennen es. Umzug in Klasse 7. Kostet erstmal 100 Credits. Miete kostet 25 momentan und Heizung 10. Das heißt insgesamt 35. Dort kostet es 40. Die Heizung wäre dieselbe vom Preis her, aber die Miete ist teurer und die Miete müssen wir ja so oder so bezahlen. Sagen wir mal erstmal nicht. Erstmal nicht. Okay?
Natürlich Nahrung, Medikamente, Heizung müssen wir jetzt alles bezahlen. Das Geschenk könnten wir natürlich annehmen, aber das wollen wir nicht. Also, Umzug in Klasse 7 machen wir auch nicht. Wir haben ein bisschen Geld verloren, aber im Vergleich zum Anfang der Folge haben wir ein bisschen dazu bekommen. Also, das Ganze in Ordnung. So, dann gehen wir schlafen und gehen dann nach außen. So. Hauptmenü? Hauptmenü. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!